Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem Informationsvideo bezüglich der Hello Neighbor Alpha 3. Ich weiß, es gibt gerade keine Facecam. Ich wollte es hier geschwind aufnehmen und will jetzt nicht hier noch die Lampen anmachen, aufbauen, hinbiegen und so weiter und so fort. Also, ich mache es einfach mal geschwind, so mit der Stimme. Ihr fühlt es ja, dass ich eigentlich da bin, also vor euch. Naja, ihr könnt euch sicherlich noch an dieses Gemälde erinnern. Da sieht man das Haus praktisch schon mal gezeichnet, wie es wohl wird oder werden soll. Hier gibt es nun die ersten Videoaufnahmen, wie es jetzt tatsächlich in der Alpha 3 vor uns stehen wird. So, und zwar, man kommt hier aus seinem wohl eigenen Haus raus und sieht dieses Riesenteil mit diesem Windrad da oben. Das Haus ist nach oben hin immer, immer fetter gebaut. Ich halte hier an der Stelle mal an. Im Video, das der Publisher veröffentlicht hat, sagt er eben unter anderem zum Beispiel, dass sie darauf geachtet haben, dass das Haus untenrum so auf den ersten Blick recht normal aussieht und nach oben hin halt einfach sehr groß und verrückt und wahnsinnig wirkt. Es fängt unten an und scheint völlig normal zu sein. Man kommt nach oben hin und plötzlich ist auch innen drin im Haus alles anders. Es verändert sich, es wird immer verrückter und wahnsinniger. Und darauf freue ich mich schon wirklich extrem, auf diese riesige Achterbahn. Ich lasse es hier mal weiterlaufen und schaut euch jetzt an, wie groß diese Sache ist. Oben steht noch dieses fette Windrad. Da steht links einfach ein Turm, der scheinbar, keine Ahnung, gar nichts zu tragen hat, außer sich selbst. Ihr seht und könnt auch sicherlich lesen, dass es hier keine Texturen gibt. Also hier sind auch keine Texturen drauf. Das ist bis jetzt einfach nur farblich markiert im Editor. Hier sieht man es auch nochmal von hinten. Da ist nochmal wie so ein kleines Extrahaus da links. Beziehungsweise eine kleine Anhaltestelle, wo eben die Bahn durchfährt. Und da unten links hängt ein Haus oder irgendwas hängt da einfach an dem Seil dran. Also genau hier in diesem Moment, wo ich es angehalten habe, finde ich, sieht es aus wie ein Haus auf dem Kopf. Wie eine zu groß geratene Hundehütte. Ich lasse es jetzt hier nochmal im Ganzen ablaufen, damit ihr nochmal alles sehen könnt. Des Weiteren sagt der Publisher, dass diese Map, diese Alpha 3 Map, beziehungsweise die Build, eben dafür da ist, um auch zu gucken, wie die KI so funktioniert vom Neighbor. Wie er auf dieser großen Map funktioniert. Auf diesen krassen Höhenunterschieden, die man mitunter natürlich erreichen kann. Des Weiteren haben sich die Entwickler extrem gefreut über diese Fülle an Erfindungsreichtum, den die User da an den Tag gelegt haben. Was versucht wird, wie man sich aus der Map rausglitscht und Sachen aufeinander stapelt, um irgendwo hinzukommen. Und sie haben das Spiel in die Richtung weiterentwickelt und weiter verbessert, dass das Stapeln, also speziell das Stapeln hat er da tatsächlich angesprochen in diesem Video, dass man besser, noch besser stapeln kann, noch besser hochkommt auf diverse Ebenen, um eben weiter das Spiel zu erkunden. Ich hoffe, dass das praktisch heißt, dass sie diese Konsolengeschichte wieder herausnehmen, denn durch die Konsole bzw. die darin enthaltenen Befehle, also dieses Rumfliegen und Lirum Larum, dadurch ist natürlich dieser gesamte Erkundungsspaß etwas eingebrochen, also nicht stark für mich. Ich habe von diesen Commands ja erst erfahren, als ich das Spiel praktisch schon durchgespielt hatte, aber wenn ich mir vorstelle, dass die gleichen Commands, wie sie jetzt eben schon enthalten waren, dass die jetzt einfach von Anfang an in der Alpha 3 auch funktionieren, dann wird es echt kacke. Dann ist einfach diese Competition, diese Challenge nicht mehr da, das wirklich so zu meistern, weil man genau weiß, ja, ich kann auch einfach durch die Wand fliegen. Also ich hoffe, dass die das rausnehmen. Gerade weil er eben betont, dass diese Tricksereien, die die Spieler selbst versucht haben, also mit Objekten, die in der Welt so vorhanden sind, also zum Beispiel diese Tonne, die man an die Wand stellen konnte, um sich aus der Map rauszuglitschen, diese Spielereien wollen sie weiterhin unterstützen. Und ich denke oder finde, dass man sowas einfach nur weiter unterstützen kann, indem man die Konsolensache komplett herausnimmt. Weil dann verlieren die Glitschereien an Wert, wenn man sich ja eh herausbeamen kann. Auf der Seite helloneighborgame.com kann man übrigens den Countdown sehen, also die noch zu verstreichende Zeit bis zur Alpha 3 wird dort angezeigt. Und an der Stelle sei auch nochmal direkt eine Sache gesagt. Ihr fragt mich ja recht oft, wo ihr das Spiel herunterladen könnt. Also hier seht ihr es auf diesem Bild. Download the free Alpha Demo now. Dort könnt ihr, wie der Button schon sagt, kostenlos die Pre-Alpha herunterladen. Es gibt ja, um das nochmal zusammenzufassen, die Alpha 1, die Alpha 2 und dann bald die Alpha 3 neben dieser Pre-Alpha. Und sobald dieser Countdown heruntergezählt hat, also die Alpha 3, dann für alle, die diese 29,99 € gezahlt haben, nutzbar, erreichbar, herunterladbar ist. Ab diesem Moment wird die Alpha 1 auch kostenlos herunterladbar sein. Wahrscheinlich auch genau hier auf dieser Seite. Ich werde die Seite für euch einfach mal verlinken in der Videobeschreibung. Da, wie gesagt, immer mal wieder die Frage aufkommt, was ist los, wo hast du das Spiel her? Auf Steam steht, das gibt es erst 2017. Und im Moment kann man sich eben nur auf dieser Seite hier bedienen. So wie auch bei Totally Accurate Battle Simulator. Da ist es genauso. Ihr müsst einfach nur auf die Publisher-Seite gehen. Also das ist da in dem Fall Landfall, glaube ich. Und da könnt ihr euch auch einfach in diverse E-Mail-Verteiler eintragen, beziehungsweise eben euch den Access irgendwie erklicken. Also es ist alles möglich. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, es war nicht so tragisch ohne die Facecam. Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen mehr auf meine Stimme geachtet oder mehr aufs Video, wer weiß. Ich bin sehr müde und muss mich jetzt ganz schnell hinlegen ins Nest. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme am Livestream und ich habe übrigens alle Smartphone-Hüllen, die es gibt, unter anderem auch das gefragte S7 Edge und das iPhone 6
Das gibt's jetzt im Merch-Shop. Der Merch-Shop ist unten verlinkt. Also falls ihr Handyhüllen braucht, für alles mögliche. Für iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, Samsung Galaxy, Wurst, hast du nicht gesehen. HTC gibt's auch eine Hülle. Also da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr eine Hülle für euer Handy gesucht habt. Möglicherweise gibt es sie jetzt. Ein Handy konnte ich auf jeden Fall nicht hinzufügen, und zwar das Huawei. Huawei konnte ich leider nicht hinzufügen. Ach ja, und P9 ist auch von Huawei, war das glaube ich, ne? Das ging auch nicht. Die zwei sind leider nicht hinzufügbar. Aber ja, soweit so gut. Vielen Dank für alles. Stay tuned. Shit in your pants. Right now. Tschüssi.